jetzt der Fall. Geht's für das Feld in Rennen 1 von insgesamt 2 hier bei der World Series am Nürburgring. Gerade wenn das Feld noch so dicht beieinander ist. Und jetzt schauen wir uns das Beschleunigungsduell an, dort vorne an der Spitze, leicht durchdrehende Räder bei Marc Guyot. Und das führt dazu, dass er sich ersten Attacken erwehren muss von Oscar Nogues. Der allerdings findet keine Lücke, weil Guyot der Innenseite die Wege macht. Und auf der Hinterhand, der Spike für Schuhe auf den letzten Teil hier eingreift. Erst einmal in Führung, aber Vorsicht, denn da kommt auf der Außenseite auch noch Frederik Erdin. Der durch die Außenseite. 6 Minuten ist beigegeben. Lukas, das Feld sprintet in die erste Kurve. Und wir sehen, wie schwerlich die Autos dort wegkommen bei den niedrigen Verhältnissen auf der Strecke. Jetzt also gilt es, den Abbremspunkt zu finden. Albert Costa hat ihn und dahinter greift es bereits die ersten Autos heraus. Auf der Angriff von Grenzen auf der Seite des Seite. Und ich habe die Schließung gesehen, aber sie hätten immer die Entscheidung der Etappe auf dem Punkt gewesen. Und ein Ding, was man war, war nicht. Auf der Seite des Seite. 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 Auf der Seite des Seite.